So, wir kommen zurück mit der A-Team. Jo, ich schau mal. Schau mal, wie das passt. Boah. Perfekt. Sitzt schön eng. Super. Passt perfekt. Also richtig super. Ich habe auch wieder wenig abgenommen jetzt, weil ich nicht mehr so viel Alkohol trinke. Seit Winter habe ich wieder aufgehört, jetzt wenn ich. Jetzt habe ich wieder die letzten Tage, weil ich war in der Sonne. Bin ich rot geworden, ganz leicht, aber das wird braun. Schon richtig Backen wieder. Sieht man, wie sie glänzen. Richtig. Und ja, da bin ich auch, wenn ich da runter bin ich auch, wenn ich wieder Farbe bekomme. Jo, werde wieder mehr auf die Alpen gehen, jetzt dann wieder Ende Mai, Anfang Juni. Und ja. Schneid's mal auf. Wir schauen mal jetzt rein bei der Folge. Es sind wahrscheinlich Unboxing 4 Videos, weil wenn ich jetzt überall reinschaue noch jetzt, wir haben noch Zeit. Wir haben jetzt eine ganze Stunde Zeit hier reinzuschauen. Ich habe dabei nichts anderes vor. Soll was dazwischen kommen, sage ich ihr Bescheid. Wir haben hier 1, Session 2. Und was er aber da Session 1, ne, der da, den haben sie ersetzt nach ein paar Folgen. Den Face, ne, oder wie der heißt. Und Session 3, 3, 4 und 5. Und ja, überall sieht man eigentlich nicht viel, außer bei jeder Box eigentlich sowas. Und ein paar CDs und mehr ist dann ein Trennung eigentlich jetzt. Ich würde das sagen, wir haben erst dann drin. Ich schaue da noch mal rein, aber ist eigentlich überall gleich. Ein paar CDs rein und mehr ist da nicht. Und ja, schauen wir mal da rein, Blick einmal, wie das so läuft hier. Und einen guten, schönen Deckel nochmal auf, zack, und passt. Dann haben wir hier Sabrina, total verhext. Mal schauen, wie ich das aufmache. Zack. So, perfekt. Ja, das ist richtig krass. Schaut super aus wie. Erinnert mich an King of Queens. Die kleinen Boxen, die kleinen CDs, überall CDs rein. Eigentlich ganz offen. Oh, die fängt schon langsam raus hier. Ist die gleiche Box eigentlich wie bei King of Queens. Eigentlich nichts Besonderes. Da eine. Und da eine. Wie geil. Habe ich damals gern geschaut. Als ich noch jünger war. Ist die letzten Jahre nicht mehr gelaufen. Jetzt muss ich sagen, die letzten 20 Jahre eigentlich ganz selten gesehen, aber 90er Jahre war das echt in der rosa-rote Band, da kommt als nächstes. So, da schauen wir mal rein. Vier normale CDs drinnen. Vier CDs, vier DVDs meine ich halt. Drinnen, da drinnen. Vier und ja, das sind die ganzen Folgen oben. Die da eine Folge ist nicht so lang. Eigentlich, also insgesamt 12 Stunden kann man schauen, über 12 Stunden so. Einen ganzen Tag, oder 1,5 Tage, wenn man dann weniger Stunden anschaut. Jetzt haben wir als nächstes noch in dem Video haben wir noch nur das noch. In dem Video haben wir nur mal das. Und dann beim nächsten Video kommen dann noch 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal 5 Serien.
den wir noch auspacken werden. Ja. Schauen wir mal rein. Mal schauen, wie es aufgeht. Hier hängt schon was raus. Der Zettel, der was so rauf gehört. Ne? Oh, und jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das mache. Ah, da unten. Da, da hat er es rausgenommen. Den Zettel. Zack. So. Zack. So, da hätten wir schon mal einen Brief zum Schicken. Dann noch ein. Da sogar der Herr Arnold oben und ja. Der fehlt mir eigentlich noch. Alle anderen habe ich schon. Ren und Stimpy habe ich auch. Habe ich eigentlich auch. Monsters habe ich auch. Und Hocko Modernes Leben habe ich auch. Mir fehlt eigentlich nur noch Hey Arnold. Der Arnold, ne, der Blonde da. So. Dann haben wir ein Sticker. Von A-Monsters. Da auch so ein rundes Monster. Und dann haben wir hier ein schönes Poster zum Aufhängen. Hinterhalb sind ein paar Hey Arnold, Biberbrüder, Monster, Ren und Stimpy und Rocko Modernes Leben oben. Überall ein paar Ausschnitte. Oder Hey, Hocko Modernes Leben, Ren und Stimpy, Monster, hier haben wir die Biberbrüder, ne? Und unten haben wir dann Hey Arnold. Überall bei Ausschnitte hier. Ja. Richtig geil. Bin mal gespannt, was ich mit dem Poster mache. Muss man schauen. Mal die Sticker. Schau ich auch mal. Dann haben wir hier ein schönes super Buch. Das ist fast bei jeder Nickelodeon-Serie. Komplette Serie dabei. Zum Beispiel bei Jimmy Neutron und so habe ich das auch und so. Das sind einfach nur die Serie, die Staffel 1. Ne? Staffel 1. Dann kommt hier in Staffel 2, was wir für Folgen geben, ne, wie die heißen und so. Ne. Und ja. Da steht noch dabei, was passiert in der Folge. Genau. Und ja, top. Schaut so aus. So schaut eigentlich jeder Ding aus. Nickelodeon Ding, was ich bis jetzt gekauft habe. Ich finde ganz geil. Also hier bleibt auch alles drinnen. Ich finde perfekt. Ne, das hat hinten vorne super, also perfekt. So, und das war's. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Folge. Jo.